Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, wenn euer Handyspeicher voll ist, dann liegt das meist daran, dass man viele Videos und Bilder gespeichert hat oder einfach viele Apps installiert hat. Und dann kann hier eine solche SD-Karte helfen. Die setzt man einfach hier hinten ein. Und ich zeige euch dann gleich, wie ihr das Ganze auf die SD-Karte kopiert. So, hier haben wir jetzt die Benutzeroberfläche von meinem Android-Phone. Ja, ich gehe mal ins Menü rein. Wir können das Ganze hier, wenn wir Bilder verschieben wollen, über die Galerie machen. Das möchte ich jetzt nicht machen, weil dann seht ihr, welche Bilder ich drauf habe. Ich mache das hier über eigene Dateien. Und dann gehe ich eben hier auf alle Dateien. Da kann ich das auch machen. Und hier kann ich jetzt auswählen zwischen SD Memory Card oder eben meinem Handyspeicher. Ich gehe jetzt auf den Handyspeicher drauf, gehe in meinem Ordner für die Bilder rein, wo ich die abgespeichert habe. Und jetzt möchte ich eins dieser Bilder hier oder ja, was auch immer auf meine SD-Karte kopieren. Dann wähle ich das hier einmal aus. Jetzt ist es angehakt. Ich kann aber auch den ganzen Ordner komplett auswählen, ne, indem ich das hier auswähle oder eben mehrere Sachen anklicke. Wie gesagt, ich möchte das jetzt erstmal nur mit dem einen machen. Dann gehe ich hier oben drauf und sage, ja, kopieren oder verschieben. Wenn ich es verschiebe, dann wird es hier gelöscht, ist auf der SD-Karte drauf. Und wenn ich es kopiere, dann ja, bleibt es hier und ist dann auch auf der SD-Karte drauf. Ich will das Ganze verschieben, also gehe ich auf Verschieben. Dann gehe ich hier auf meine SD-Karte. Ich habe hier schon einige Ordner angelegt. Ich kann aber auch einen neuen anlegen. Ne? Ja, ich nenne das einfach mal jetzt hier Bild. Dann ist der hier. Dann gehe ich hier rein und dann sage ich einfach nur hier, hierhin verschieben. Und schon wird das Bild verschoben. Um zusätzlich noch Speicher auf dem Gerät frei zu bekommen, kann man auch seine Apps auf die SD-Karte installieren. Dafür geht man einfach hier in das Menü rein, Option, Speicher. Jetzt wird kurz der Speicher hochgeladen hier und geguckt, was wie viel belegt ist. So, dann habe ich hier, das obere ist also mein Handyspeicher, hier unten der SD-Kartenspeicher. Ich gehe hier auf den verwendeten Speicherplatz, sage Anwendung und jetzt habe ich hier meine ganzen Apps. Jetzt wähle ich einfach mal ja, hier eine aus. Und jetzt sehe ich schon, dass ich hier die Möglichkeit habe, das auf meine SD-Karte zu verschieben. Und so einfach macht er das auch schon. Ja, so könnt ihr jede Menge Speicherplatz sparen auf eurem Handy. Wie gesagt, kauft einfach eine SD-Karte. Ich habe euch unten mal verlinkt, wo es die günstig gibt. Ich hoffe, dieser Tipp hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Mac Paverick.